الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Der Gebetsruf der Muslime. Er ruft zum Gebet. Er ruft zum Heil. Er ruft zu einer Versammlung. Wenn Muslime diesen Ruf hören, so eilen sie in die Moschee. Es gibt einen Tag in der Woche, worauf der Muslim sehnsüchtig wartet. An jenem Tag vollzieht er die Ganzkörperwaschung, zieht seine schönste Kleidung an, benutzt sein bestes Parfüm, rezitiert Suratul Kahf und macht sich auf den Weg zur Moschee. Die Muslime eilen zum Jumu'ah-Gebet. Salman al-Farsi radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Keiner von euch wird sich am Freitag einer Gesamtwaschung seines Körpers unterziehen, sich so weit reinigen, wie dies ihm nur möglich ist, sich mit seinem Öl pflegen oder sich von dem Duft seines Hauses parfümieren, dann hinausgehen und nicht zwischen zwei Personen laufen, dann beten, was ihm zur Pflicht gemacht ist, und hören, was der Imam spricht, ohne dass ihm vergeben wird, was zwischen diesem und dem vergangenen Freitag zurückliegt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt mit seinen edlen Worten: O ihr, die ihr glaubt, wenn am Freitag zum Gebet gerufen wird, lauft zum Gedenken Allahs und lasst ab vom Handel. Dies ist besser für euch, wenn ihr nur wüsstet. Muslime weltweit schließen ihre Geschäfte und eilen zum Jumu'ah-Gebet, hören sich die Khutba an, Reihe in Reihe, Schulter an Schulter, stehen sie hinter dem Imam und beten zusammen. Abdullah ibn Amr berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Das Gebet in der Gemeinschaft ist 27 Mal besser, als wenn man alleine betet. Freude und Lächeln in den Gesichtern der Gläubigen. Doch in diesen letzten Tagen ist es ruhig geworden. Die Türen der Moscheen sind geschlossen. Das Gemeinschaftsgebet wird ausgesetzt. Die heiligen Städte der Muslime, das Haus Allahs in Mekka, welches von Millionen Menschen besucht wird, die Prophetenmoschee in Medina, sind geschlossen. Menschenleer, einsam. Unter Tränen verkündet ein Muezzin: As-salatu fi buyutikum, betet in euren Häusern. As-salatu fi buyutikum, betet in euren Häusern. Allah subhanahu wa ta'ala hat durch den Coronavirus die Tore zu seinem Haus geschlossen. Es schmerzt in den Herzen der Muslime. Kein Gebet mehr in den Moscheen. Die Stimme des Muezzin im Hause, des Heils und des Friedens erloschen. Nur noch ein Echo in den Ohren. Wie konnte es so weit kommen? Ibn al-Qayyim rahimullah bringt es auf den Punkt, in dem er sagte: Die Erde bebt. Der Himmel hat sich verdunkelt. Übel ist infolge der Ungerechtigkeit der Freveler und Übeltäter auf Land und Meer zum Vorschein gekommen. Der Segen ist verschwunden, gute Taten sind wenig. Die Tiere sind schwächer geworden, das Leben ist wegen der Boshaftigkeit der Missetäter verdorben. Das Morgenlicht und die Finsternis der Nacht vergießen Tränen anlässlich der begangenen schrecklichen Taten. Ehrenhafte Schreiber unter den Engeln und andere von ihnen haben sich wegen vorherrschender Verbrechen und Gräueltaten bei ihrem Herrn beklagt. Bei Allah, Wallahi! Das ist eine Warnung vor der sich nähernden Qual und den bevorstehenden Heimsuchungen. Deshalb habt ihr keinen Ausweg außer der aufrichtigen Tauba. Solange die Tauba noch möglich ist, wartet nicht, bis es kein Entkommen mehr gibt. Wahrlich, jeder von uns kann diese Aussage bestätigen. Jedoch sehen wir Muslime auch den Coronavirus als eine Prüfung des Lebens, die Allah subhanahu wa ta'ala uns auferlegt hat. Kein Unheil trifft den Muslim, ohne dass Allah subhanahu wa ta'ala auch eine Lösung gab. Wir sehen diese Situation als eine Chance, als eine Möglichkeit, uns zu verbessern, Allah subhanahu wa ta'ala noch näher zu kommen, Tauba zu machen, Reue zu zeigen und uns zu verändern. Kehren wir zu Allah subhanahu wa ta'ala, den Erhabenen, sodass Allah subhanahu wa ta'ala unseren Zustand ändert. Er allein ist unser Schutzherr. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: Allah ändert nicht den Zustand eines Volkes, bis sie das ändern, was in ihnen selbst ist. Und wenn Allah einem Volk Böses will, so kann es nicht zurückgewiesen werden.
und sie haben außer ihm keinen Schutzherr. Und Allah subhanahu wa ta'ala bitten wir, dass er die Situation aller Muslime verbessert, ihnen das korrekte Islamverständnis schenkt und uns die Kraft verleiht, an der Wahrheit festzuhalten, darauf standhaft zu bleiben und das zu unterlassen, was dem widerspricht. Allahumma amin.